Hey, mein Name ist Niki, ich bin 21 Jahre alt, studiere an der Hochschule in Mittweiler Medienmanagement und ich habe nicht viele Freunde, aber dafür über 100 Pflanzen. In meiner Jugend hatte ich leider nie wirklich einen grünen Daumen. Selbst Kakteen sind bei mir wabbelig geworden und dann eingegangen. Und wenn eine Pflanze überlebt hat, dann nur, weil meine Mutter sich um sie gekümmert hat. Sie hat ihren Pflanzen damals Namen gegeben, worüber ich mich herzlich amüsiert habe. Und jetzt erwische ich mich selber dabei, wie ich meinen Pflanzen Namen gebe, so wie Peter hier. Letztendlich hat alles damit angefangen, dass ich eines Tages den Müll runtergebracht habe und Xavier gefunden habe. Der stand da einfach verlassen auf dem Biomüll und ich dachte mir, wieso wirft jemand diese wunderschöne Pflanze weg? Also habe ich mich entschieden, sie mitzunehmen und es ging ihr offensichtlich sehr gut bei mir, sodass ich mich entschieden habe, mir immer mehr Pflanzen zu kaufen. Der für mich schönste Moment bei diesem Hobby war, als ich endlich von zu Hause ausziehen konnte und meine damals 38 Pflanzen in einem Korb gesehen habe und wusste, ab jetzt können es immer mehr werden. Jetzt habe ich noch viel, viel mehr Platz, um überall Pflanzen hinzustellen. Das macht mich einfach glücklich. Um alle meine Pflanzen irgendwie am Leben zu erhalten, habe ich mir zweimal die Woche einen Plant Care Day eingeräumt, sodass ich an diesen Tagen gucke, ob es denen allen gut geht, ob die irgendwelche Schädlinge haben, ob die Wasser brauchen. Falls es dann der Fall sein sollte, dass eine Pflanze einen Schädlingsbefall hat, dann stelle ich die auf ein gesondertes Fensterbrett, was sozusagen mein Krankenzimmer ist für die, um die da zu behandeln. Leider habe ich eines Tages festgestellt, dass meine Monstera einen wirklich schlimmen Wollausbefall hatte, der sich nicht mehr behandeln ließ. Das hieß, es war klar, dass diese Pflanze sterben wird, was mich einfach nur traurig gemacht hat, weil sie halt wunderschön war. Ich habe mich dann aber entschieden, Ableger zu nehmen, in der Hoffnung, dass das noch was wird. Und das hat funktioniert. Ich bin der Überzeugung, dass Pflanzen auch Gefühle haben, denn die zeigen einem schon, wenn sie Wasser brauchen oder wollen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Pflanzen auch einfach dankbar sind dafür, dass ich mich um sie kümmere, ihnen immer Wasser gebe. Das Schönste an diesem Hobby ist, dass die Pflanzen alle so individuell wachsen und vor allem auch blühen. Das ist das, was mich am glücklichsten macht. Sag tschüss, Peter.